So. Jetzt muss er das Mikro packen. Ja, so. Nee, ich hab da ein bisschen recherchiert, was ich dieses Jahr denn alles an Filmen gesehen habe, da wir zwei Filmlisten haben. Wir haben nicht nur die besten Filme des Jahres 2022, sondern die besten, also auch die Liste die besten Filme, die wir 2022 gesehen haben. Mhm. Aber ich würde sagen, mit der fangen wir sogar an. Können wir gerne machen. Genau. Ja, ich habe da drei. Okay. Und da ist auf meinem dritten Platz Goodfellas. Mhm. Mafia-Film. Brut auf waren Ereignissen. Joe Pesci spielt mit. Ja, es ist absoluter Kult, also. Ja, kann man. Und es spielen einfach unendlich viele Sopranos-Darsteller mit. Ja, und auch allgemein so, da ist halt so mit dieser typische Mafia-Cast, muss ich sagen. Also ja, wirklich, Robert De Niro hast du ja gefühlt in fast jedem Mafia-Film aus dieser Zeit drin. Ja. Es ist halt ein Scorsese-Film durch und durch, oder vielleicht sogar der Scorsese-Film. Ja, definitiv. Sehr cool, sehr, sehr cool. Auch wenn ich sagen muss, ich muss eine negative, obwohl, nee, stimmt nicht, ich hab's vermehrt, war ein anderer Film. Okay, ja. Ich bin tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, ich bin, ich mag den Film, aber ist bei mir nicht oft so weit oben wie für die meisten, was Mafia-Filme angeht. Ich finde wirklich sehr cool. Ich finde es sehr interessant, wie an dem Film gearbeitet wurde. Es ist ja sehr viel improvisiert gewesen, was Dialoge angeht. Und es gibt auch einen legendären One-Shot in diesem Film, der ja sehr bekannt ist mit dieser Küche, wo die Kamera durch die Küche geht, durch diese Hintertür, dann durch die Küche und dann in das Restaurant hinein. Ist sehr bekannt und ist auch wirklich ein cooler Film, aber ich fand, das ist erzählerisch halt nur mal. Schwächen will ich jetzt nicht sagen, ich will das dem Film nicht unterstellen sozusagen, aber ich fand, es hatte ein paar Längen. Ich finde, der Film hat halt diesen Scorsese-Plot, den ich beispielsweise letzte Woche in Wolf of Wall Street auch wieder erkannt habe. Mhm. Es ist ein Typ, der fängt quasi bei Null an und hört quasi also wird quasi dann, ja, Spoiler jetzt für beide Filme irgendwie, der ist dann auf dem Höhepunkt und dann fällt es wieder, also dann fällt er weg, also fällt weg der Höhepunkt, dann fällt er einfach, der Charakter, und ja, dann ist er halt irgendwie unter Polizeischutz und war 2 Jahre im Knast. Ist dann rausgekommen, genau. Ich find's lustig, weil ich habe das parallel jetzt mit ein paar anderen Scorsese-Filmen verglichen und ich habe gemerkt, ja, es gibt gewisse Ähnlichkeiten in jedem Film. Mittlerweile sogar zu Temptation of Christ, also zur Geschichte von Jesus, gibt's auch ein paar Ähnlichkeiten wirklich, was diesen Plot angeht. Aber ja, es ist halt, Scorsese, was er inszeniert, es ist halt einfach genial, wie er Geschichten erzählt und er nimmt sich halt wirklich Zeit, das merkt man. Ja, das stimmt. Naja, okay. Dann dein? Ich habe vier Filme jetzt rausgesucht, die ich dieses Jahr gesehen habe und ja, und die nicht dieses Jahr rauskamen. Der vierte Platz habe ich schon drüber geredet, sogar jetzt vorhin und auch in einem Podcast habe ich länger mal drüber geredet, ist The Tragedy of Macbeth. Also würde ich dazu jetzt auch nicht mehr so viel hinzufügen, außer dass er mir natürlich gefallen hat und eine gute Verfilmung ist. Okay. Ja, dann mein zweiter Platz ist mit dem dritten Platz mit Goodfellas, den habe ich genommen, weil ich den sehr gut fand, na klar, aber er hat mich jetzt nicht so geflasht. Den habe ich genommen, weil ich einen dritten Platz brauchte. Der zweite Platz ist anders. Der zweite Platz, der Film hat mich wirklich geflasht, wie er gemacht wurde, nicht unbedingt was er erzählt, aber wie er einfach gemacht wurde. Und ja, einfach krass. 1917. Ja.
quasi ein einziger One-Shot der Film mit künstlichen Schnitten, ja, aber krass einfach und ja, einfach, ja, was brauche ich noch sagen? 1917 spielt 1917 im Ersten Weltkrieg in Frankreich, ja, und krass, einfach krass, weil wirklich One-Shots gemacht wurden und wie sie gemacht wurden, was in diesen One-Shots dann auch passiert, einfach was da für eine Planung hinter gewesen sein muss. Krass, einfach krass. Das stimmt absolut und es ist wirklich atemberaubend, auch visuell, der Film. Also, wer sich für Weltkriegsfilme interessiert, auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Tipp. So. Gut, mein Platz 3 bei diesem Film ist Audition. Über den habe ich tatsächlich noch gar nicht geredet, weil das noch vor Podcast-Zeiten war, dass ich den geguckt habe. Die Das klingt. vor den Podcast hätten, das ist lange her. Wie? Ja, und zwar, ja, Audition ist ein japanischer Film und er gilt somit als einer der verstörendsten Filme aller Zeiten. Und wobei er halt eben fast, also sehr, sehr lange Zeit eben nicht der verstörendste Film aller Zeiten ist und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wann nun etwas Verstörendes kommt, ja. Das Lustige ist, ich habe mir auch ein paar Kommentare zum Film durchgelesen und habe dann wirklich genau dieses Gefühl wieder zurückgekriegt, so dass man halt damit nicht gerechnet hat. Es ist halt eben, der Plot ist, ja, es geht halt darum, dass ein Mann seine Frau verloren hat, die ist gestorben und nach längerer Zeit, er ist ein etwas höher gestellter Mann, also ist Geschäftsmann und ist halt relativ wohlhabend, ja, und er denkt halt nach, so wo er mit der Trauer fertig ist, endlich mal vielleicht eine neue Frau sich zu suchen. Aber er ist jetzt nicht so der, weißt du, der charmanteste und weiß nicht so wirklich, wie er da rangehen soll. Also Und nicht so der charismatische. ja, nicht so du, ja. Ja, okay. ja, nee. Wie auch immer. Klappt ja super, ne? Ja. Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall, daher kommt ja der Titel Audition. Also veranstaltet dann so ein, wie nennt man das im Deutschen? Nicht Talentshow, aber du weißt schon, so wo man sich vorstellt. Genau. Ja, genau. Und So eine Castingshow. ja, genau, so eine Castingshow macht er. Aber nicht wirklich für den Fernseher, sondern einfach nur für sich und ein Freund hilft ihm dabei, der sich da auskennt und so. Und da werden ganz viele Frauen eingeladen, die sich da vorstellen können. Ja, und in eine Person verguckt er sich sehr, in eine Frau. Und ja, ob das jetzt so die beste Entscheidung war, genau die Frau sich auszuwählen, das ist dann natürlich das Mysterium über den ganzen Film, weil man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, okay, es muss verstörend sein, dass selbst wenn man den Trailer nicht gesehen hat oder noch nie was von dem Film gehört hat, wird man es ahnen, weil schon auf dem Plakat ein Bild, also auf dem Cover so ein Bild ist, wo man denkt, okay, man weiß, dass irgendwas kommen muss. Und dann guckt man das, ja, und man fragt sich, wann kommt denn das? Es muss irgendwas Krasses passieren. Diese Frau muss irgendwie verstörend sein, ja. Und das Krasse ist, damit spielt der Film so krass, dass du erwartest, dass etwas kommt. Und du weißt nicht, ob es kommt. Und dadurch entwickelt sich die ganze Zeit so eine Spannung. Und auch die Frau verhält sich etwas komisch. Und also bis zum Ende hat mich der Film so krass gefesselt. Und das Ende, ich werde das Ende niemals vergessen. Es ist in meinen Kopf gebrannt, diese Szene. Und ich werde es niemals vergessen. Also ja, für Leute, die etwas mehr aushalten und mal einen richtigen Kick haben möchten, ja, was so Brutalität angeht, guckt euch diesen Film an. Ansonsten lasst es vielleicht lieber, aber es ist ein wirklich sehr guter Film, sonst wäre er nicht hier auf Platz 3 von dieser Kategorie. Und ich muss auch sagen, ja, ein wirklich guter Film. Also jetzt nicht nur, weil es brutal ist oder weil es nicht brutal ist, weil es, was auch immer es ist. Ich, Genau. ja, Du? ich. Klingt interessant, aber Scheiße. Ich hab grad ein bisschen nochmal geschaut, was ich noch geschaut habe dieses Ja. Jahr.
Und ich habe mich gerade zu Tode geärgert. Ich Weil. muss noch mal, ich muss noch mal, ich muss Goodfellas auf Platz 5 verbannen. Oh, es kam noch das dazwischen. Eigentlich auf Platz 6 muss Goodfellas kommen. Okay. Auf Platz 5, das mache ich ganz schnell jetzt. Das mache ich wirklich ganz schnell. Das hänge ich jetzt weg. Also Platz 6 ist Goodfellas, Platz 5 ist Predator. Okay. Also Prey, oder? Ja? Ah, nee, der Original Predator. Ja, Original Predator. Ja. Dann Platz 4 ist Sing Street. Ach, davon hast du mal erzählt, ja? Oder war der, nee, war Platz 3? Platz 3 ist Sing Street, ja. Platz 3 ist Sing Street. Ah, nee, scheiße, warte. Platz 4 ist, genau, Platz 4 ist 1917, Platz 3 ist Sing Street und dann den Rest, also Sing Street, da will ich auch nochmal was verlieren, aber nee, ich bin jetzt eigentlich dran, ne? Stimmt, da war Ja, ja bis was. jetzt. Ja, dann nochmal mein Platz 3, Sing Street, jetzt meinen richtigen Platz 3. Ja, über den Film habe ich mal habe ich relativ wenig drüber geredet, denn hatte ich in den Sommerferien noch ganz frisch, wo wir einen Podcast hatten, in der vierten, fünften Folge vom Podcast, In glaube ich, der mal dritten drüber. war das. Da warst du mit deinem Bruder nämlich zusammen in der Folge und Genau. das sehe ich noch. Da hatten wir mal drüber geredet. Und zwar Sing Street war das, ist ein irischer Film. Nordirisch. Warte, da muss ich mal ganz kurz nachschauen. Ja, es spielt auf jeden Fall in Nordirland. Es geht um einen Jungen, der sich in ein Mädchen verliebt. Eine schöne Liebesgeschichte, der aber auch familiär ein paar Probleme hat, da die Eltern sich nicht mehr so gut verstehen, dadurch auch finanzielle Probleme bekommen, also die ganze Familie umziehen müssen, er in eine neue Schule gehen muss und ja, er, wie gesagt, sich in ein Mädchen verliebt, das er irgendwie beeindrucken möchte. Und ja, wie macht man das, wenn man künstlerisch scheiße ist? Also künstlerisch mit Malen und so, Zeichnen nicht gut ist? Man Naja, man singt. macht halt Musik, ne? Ja. Und er macht halt eine Band auf und quasi macht er das, also er sucht sich ein paar Leute aus der neuen Schule da und ja, hört sie, also sein Bruder ist auch ein krasser Musikkenner, das kenne ich irgendwoher persönlich. Und die hören sich da quasi so durch die Musik der 80er und wie die sich so entwickelt hat. Und genau das machen sie dann in dem Stil, Song für Song, so wie sich auch die 80er entwickelt haben von der Musik her. Und das wandelt er dann halt immer in Songs um, die halt auf seine Liebe passen. Und der Film wirklich, Benjamin, den musst du dir anschauen. Ist eine Arthouse-Produktion, ist ein kleines Ding. Es gibt einen sehr, sehr krassen, also sehr krassen Schauspieler, der mitspielt, den wir beide aus Game of Thrones kennen. Okay. Ja, der Rest aber eher Das unbekanntere hast du mir schon Schauspieler. erzählt, das hast du mir schon erzählt, glaube ich. Das ist hier Kleinfinger. Genau, Angeline spielt da mit. Ja, cooler Film. Hat mich dieses Jahr wirklich sehr überrascht, weil ich nicht dachte, dass der so krass ist. Dachte so, ja, Sing Street, so ein Musical-Film. Aber schon die ersten 2, 3 Minuten haben gezeigt, okay, nee, der ist nicht so. Der ist nicht so. Er ist witzig, er ist dramatisch, er ist liebevoll. Genau. Klingt wirklich sehr interessant. Ich habe die mir jetzt nochmal auf die Playlist gestellt, obwohl ich dachte, dass ich die schon drauf habe, weil wir letztes Mal, also als ihr im Sommer darüber geredet habt, fand ich schon interessant, aber ich habe es jetzt nochmal gemacht. Klingt auf jeden Fall sehr cool, ja. Gut.
Dann komme ich jetzt mal zu meinem Platz 2. Und zwar Platz 2, darüber haben wir auch schon ja, eine ganze Podcast-Folge geredet. Also möchte ich das jetzt auch mal in Grenzen halten. Es ist The Green Knight. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich sehr interessant. Hat mich geflasht. Leute, guckt euch die Folge dazu an. Da ist sogar auf dem Cover The Green Knight drauf. Also könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Sehr cooler Film, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr rauskam, den ich im Kino gucken wollte, keine Gelegenheit dazu hatte, und jetzt habe ich mir den auf Blu-ray gekauft und habe den mal reingezogen. Genau. So, ein bisschen Rotze wegwischen. Ah, gut, ja, ich hatte es gerade stumm geschalten, deswegen. Ich kann mal kurz gucken, The Green Knight, aus dem Jahre 2021. Genau. Ja, da ist so ein kleines Schwarz-Weiß-Thumbnail bei uns auf dem Kanal in der Podcast-Folge, was ich gemacht habe. Bin ich stolz drauf. Finde ich auch Jo. sehr schön. Jetzt bin ich dran mit meinem zweiten Platz und mein zweiter Platz ist Blade Runner. Oh, auch stimmt, den hast du dieses Jahr geguckt, ja. Ja. Geiler, atmosphärischer Cyberpunk-Film. Mitbegründer des Cyberpunks, würde ich fast sagen. Ja, einfach geiler Film. Viele kennen ihn auch einfach durch Harrison Ford. Ne? Ist kein kleiner Film. Wunderschöner Film, vor allen Dingen in der Version, wie den ich ihn in der ich ihn geschaut habe. Ja, Blade Runner einfach dystopisch, irgendwie aber auch irgendwie auch depressiv der Film durch die Welt. Aber trotzdem hat er so eine Schönheit an sich in den Bildern. Auch wenn ich finde, dass Blade Runner 2049 noch schönere Bilder hat, was einfach das Alter des Films wahrscheinlich anbelangt. Also bei dem Blade Runner, warum er das nicht hat, also nicht so wirklich, also er hat auch schöne Bilder, aber er ist nicht ganz so, also ich finde, Blade Runner 2049 könnte auch einfach nur in eine Bildergalerie gestellt werden, einige Shots, und ich würde reingehen. Das stimmt. Und ja, bei Blade Runner einfach ja eine Geschichte über ich kann es gar nicht sagen, über was es direkt ist. Es ist auch eine gewisse Weise Rassismus drin. Ja, auf so einer Metaebene, ja. Ja, aber es ist ja geil, einfach geil. Einfach der Film, der den Film, den kannst du schon anschauen. Einfach durch die Atmosphäre. Allein deswegen sollte man sich ihn anschauen. Das ist wirklich, also bei mir ja der drittbeste Film aller Zeiten für mich. Es ist halt wirklich ein Film übers Menschsein, verpackt in eine Kriminoir-Geschichte. Es Genau. ist, ich Ja, finde es so beeindruckend. gut, so süßig. Das ist der Hammer. Das war was du gesucht hast. Genau, das waren die Worte, die ich gesucht habe. Krimi und Noir, das habe ich gesucht. Ja. Genau. Gut, dann komme ich mal zu meinem Platz 1 der Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, die aber nicht dieses Jahr raus, das, der aber nicht dieses Jahr rausgekommen ist. Nämlich Sympathy for Mr. Vengeance. Das ist auch ein Film, der vor Podcast-Zeiten, den ich mir vor Podcast-Zeiten zu Gemüte geführt habe, über den ich aber inzwischen schon mal geredet habe, wegen Oldboy, aber wir trotzdem noch mal kurz über den reden, ja. Wirklich hammer guter Film, vielleicht sogar insgesamt mein Lieblingsfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe, wenn ich jetzt mal, ne, ignoriere, was dieses Jahr rauskam und was nicht. Der ist wirklich genial, muss ich sagen. Ach so, das wolltest du aufheben, aber für später oder was? Nee, Was? ich habe gerade noch mal auf meine Liste geschaut und Also. ich muss noch ein paar Sondernennungen machen von Filmen. Okay, kannst du noch machen. Gut. Nee, auf jeden Fall der Film, es ist der erste Teil von einer Trilogie, von der Revenge-Trilogie, wo halt auch Oldboy mit dazugehört, und Oldboy ist der bekannteste Film dieser Trilogie. Auch allgemein der beste oder gilt als der beste, obwohl ich sagen muss, dass ich Sympathy for Mr. Vengeance noch ein bisschen besser finde.
Es geht um einen Tauben, der abgezockt wurde und selber Geld zurückhaben möchte. Und es ist halt wirklich eine Geschichte über Rache, die sich halt über viele Figuren spinnt und irgendwo auch halt diesen ewigen Kreislauf der Rache darstellt, aber auf eine sehr, sehr eigene Art und Weise und auch eine sehr künstlerische Art und Weise. Und dieser Film hat auch so Shots, die würde ich mir, wie du es gerade gesagt hast, wenn es eine Bildergalerie gäbe, nur mit Bildern aus diesem Film, da würde ich dort absolut reingehen, weil es absolut faszinierend ist. Es bleibt auch stilistisch immer auf derselben Ebene, was die Shots angeht. Man merkt wirklich, du musst nur eine Einstellung von dem Film sehen und du weißt, dass es aus diesem Film ist. Sehr beeindruckender Film. Muss man, finde ich, gesehen haben, wenn man mal. Es ist halt ein koreanischer Film, ja. Aber sollte man wirklich mal schauen, wenn man aber auch etwas, ne, also jetzt nicht so anfällig für Brutalität ist, weil davon gibt es auch einiges in diesem Film. Genau. Allgemein die Revenge-Trilogie kann ich empfehlen. Also Sympathy for Mr. Vengeance, dann Old Boy und dann Sympathy for Lady Vengeance. Alles drei geniale Filme. Und das ist der beste, finde ich. Genau. Okay, gut. Dann komme ich zu Platz 1 bei mir. Und dann die Sonderernennung noch. Obwohl, nein, ich mache die Sonderernennung jetzt schon. Weil da ist Platz 1, Okay. ist Platz 1 nicht so besonders. Die Sonderernennung sind die neun Pforten. Die hatte ich im Sommer mit meinem Bruder auch geschaut. Das hatte ich, glaube ich, auch mal kurz erwähnt im Podcast mit Johnny Depp. Ja, ein unbekannter Film mit Johnny Depp. Ist so quasi ein Mystery-Thriller, Horror, mit Horrorelementen. Ist, finde ich, sehr atmosphärisch, der Film. Sehr cool gemacht. Ist wirklich so ein Film, der, wenn man den sich mal so in dem Sommer, wir haben uns im Sommer angeschaut, am vielleicht heißesten Tag, den es überhaupt gibt, da war es sehr schwer, sich zu konzentrieren, aber irgendwie hat dieser Film es geschafft, trotzdem sich zu konzentrieren, weil er so geil war und inszenatorisch so cool und ja, einfach was er erzählt hat, spannend, wie er es erzählt hat, mega. Es geht halt um ein Buch, wie sagt man, um ein Buch, Händler? Ja, ein Buchhändler kann man sagen. Und er bekommt halt ein dämonisches Buch, wo er seine Herkunft rausfinden möchte oder braucht noch. Nee, wo er die Herkunft herausfinden möchte. Es gibt da andere Sachen, die ich dieses Jahr gesehen habe, wo es auch sowas Ähnliches gab, wo er noch andere Bücher finden musste, aber das war nicht Neun Pforten. Genau. Und er sucht halt in Europa dann auch nach den Antworten. Und ja, das ist einfach sehr geil, weil Johnny Depp das auch einfach mega spielt. Er ist voll in seiner Rolle drin. Nicht in seiner Jack Sparrow-Rolle, das definitiv nicht. Aber einfach in seinem Johnny Depp-Sein, in seinem so bisschen. Einfach in diesem Verträumten, so bisschen, in diesem, aber auch irgendwie jeder 2 Sekunden sich eine Fluppe ins Maul stecken und anzünden. Das ist einfach mega geil. Der Film, genau. Die Neun Pforten kann man sich definitiv anschauen. Genau. Ja. Und dann meine andere Sondernennung ist, vielleicht einer der, ja, einer wahrscheinlich schon, einer der absolut krankesten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Natural Born Killers. Oh, ja, stimmt, hast du das ja gesagt. Natural Born Killers. Ja, Drehbuch wurde geschrieben von Quentin Tarantino. Regie aber nicht geführt von ihm, sondern von Oliver Stone. In der Hauptrolle mit Woody Harrelson und jetzt kann ich den Namen, Julie Lewis. Genau.
Was kann ich sagen? Also, wenn ihr Bock habt auf einen Film, der absolut brutal ist, absolut künstlerisch, aber auf eine gewisse Weise auch ziemlich deep, quasi ein Drogentrip, ohne Drogen genommen zu haben, dann Ja, gebt euch diesen das beschreibt Film. es sehr gut. Dann gebt euch diesen Film. Er ist ziemlich geil, er ist gesellschaftskritisch, er ist. Was Medien besonders machen, ich finde, er ist ein bisschen wie The Boys. So ein Stück weit, so ein Stück weit, nicht komplett, aber ja, so vom gesellschaftskritischen Aspekt. Ja, und Robert Downey Jr. spielt auch eine der witzigsten Rollen, finde ich. Ja, und der Film ist einfach mega. Schaut ihn euch an, er ist nichts für schwache Nerven, ne? Das muss Ja. man sagen. Aber ja, er ist komplett crazy. Komplett Er ist crazy Film. wirklich. Der Film hat ein bisschen was an der Flapse, ich weiß nicht, aber ist schon ein cooler Film. Ja. Ganz genau. So, Platz 1. Platz 1 ist bei mir Alien. Oh, da freut sich mein Herz, da freut sich mein Herz. Du hast gerade auf Platz 1 und 2. Mein drittliebsten und mein zweitliebsten Film genannt. Oh. Ja. Oh. Alien ist ja ein Sci-Fi-Film, ein Sci-Fi-Horrorfilm, der eine richtig fette Atmosphäre hat. Eine richtig fette Atmosphäre hat, trotz des Alters. Der Film ist aus dem Jahre 79. Ziemlich geil aussieht, ziemlich modern geschrieben ist. Eine Frauenfigur als Hauptfigur nimmt. Auch wenn man am Anfang gar nicht so weiß, wer wirklich die Hauptfigur des Films ist, was ich auch sehr spannend finde und sehr Ja. cool. Alien, das habt ihr alle schon mal gesehen, den Xenomorph. Ja, ist halt ein übelst bekanntes Viech, das ist irgendwie so legendär geworden, so unter den Filmmonstern. Es finde ich auch das am coolsten Designte, weil es halt wirklich sehr, sehr eigen ist. Es ist so fremdartig und das macht halt ein Alien aus, ne? Fremdartigkeit. Das stimmt, obwohl ich einen Predator auch sehr mag. Predator hat auch ein cooles Design, das stimmt. Genau. Ja, in der Hauptrolle ist Sigourney Weaver, ne? Er ist Dr. Alan Ripley. Genau. Ridley Scott hat Regie geführt. Ja, mehr möchte ich gar nicht über den Film schauen, außer dass er richtig, richtig cool ist. Teilweise richtig eklig ist, Ja. aber eine richtig fette Atmosphäre verteilt. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch vielleicht sogar in der Weihnachtszeit an. Ich glaube, das kommt auch sehr gut. Das kommt sehr gut. Die Weihnachtszeit, quasi ist die Weihnachtszeit jetzt schon fast vorbei. Ah, nee, wenn die Folge rauskommt, ist sie ja sogar vorbei. Das stimmt. Ungefähr. Schaut sie euch jetzt vor Silvester an. Was? Vor Silvester ist der Film super. Ja, finde ich auch. Also es ist wirklich was, das muss man erlebt haben, finde ich. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Definitiv. Gut, dann haben wir jetzt noch die Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind und die Nein, wir davor mal die sozusagen. Flop-Filme und Flop-Serien. Flop? Ja, stimmt, da Das habe ich würde ich drei aber ein Sachen. bisschen schneller abhandeln. Ja. Sogar. Wir haben zwar gesagt, das wird wahrscheinlich die längste Folge aller Zeiten, das könnte auch sogar sein. Es wird immer länger, obwohl du um 11 gehen wolltest oder so, aber egal. Ja, Es das passt ist schon, das passt schon. Da 11. muss halt jemand noch etwas länger drauf warten. Ja, Flop-Filme würde ich sagen, fangen wir an. Oder nee, Flop-Serien, wir hatten jetzt Filme, fangen wir mal mit Serien an.